Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, dass wir einen kleinen Einblick bekommen in dein Leben, wer du bist. Und die erste Frage ist, sag doch mir kurz, was geht dir durch den Kopf, wenn du an Kirche denkst, allgemein? Freut mich mega, heute Morgen dürfen da sein, danke vielmals. Die Frage beschäftigt mich, was ist Kirche? Was stellt sich Jesus vor, wenn er an Kirche denkt? Das ist eine Frage, die mich seit, ja, schon länger beschäftigt. Ich bin seit 20 Jahren Bewegung Plus Thun. Wir sind dort sehr wohl und investieren uns dort auch gerne. Haben Sie in dieser Zeit oder in dieser Phase mal 3 Jahre rausgenommen und uns aktiv mit dieser Frage auseinandergesetzt, verschiedene Sachen angeschaut. Es gibt Leute, die anders Kirche bauen, als wir es kennen. Und jetzt sind wir seit 3 Jahren wieder in der Jugendarbeit zu tun, auch noch angestellt. Ich sehe jetzt noch die professionelle Seite von diesem ganzen Kirchenbau. Ich bin froh, es ist seine Kirche. Er baut seine Kirche, er baut sie sehr unterschiedlich und er macht es durch uns mit allen Herausforderungen. Erzähl doch uns ein bisschen etwas von deiner Kindheit, was du erlebt hast und wo du gerade so dran bist. Was, ja, was du sonst noch machst, neben deiner Tätigkeit? Eben seit 20 Jahren sind wir zu Thun. Meine Eltern sind dann auf Thun gezögelt und sind dann in der B+. Vorher waren wir zu Bern. Jetzt zu Thun, sonst kannst du das erste Viertel, das zweite Viertel vor PowerPoint zeigen. Da sieht man meine Family. Wir sind, so eine schwierige Frage, 6 Jahre wahrscheinlich verheiratet. Genau. Wir haben 2 Kinder, da sieht man sie. Wir waren letzte Woche in Toskana an einer Hochzeit. Ich habe vorhin das Viertel angeschaut und gemerkt, wir haben mehr Freude als unsere Kinder. Aber ich glaube, es hat ihnen eigentlich auch gefallen. Der Kleine ist jährig und die Tochter ist 3. Und wir wohnen an der Hofstettenstrasse, also dort, wo Alpe Bewegung Plus früher war, Thun. Bis letzten Monat haben wir noch im Haus selber gewohnt, jetzt sind wir ein bisschen nebendran, aber immer noch in der Nähe. Und dürfen dort auf diese Art mit Leuten unterwegs sein und Kirche bauen. Habe als Lehrer gearbeitet, bis vor kurzem. Und weil mich die Frage von Kirche so beschäftigt, habe ich mich jetzt nochmal für ein Theologiestudium entschieden und bin jetzt an der Uni Freiburg noch ein bisschen am Theologie studieren. Genau. Sag doch uns, wo ist der schönste Aussichtspunkt für dich? In dieser Region gibt es sehr viele schöne Aussichtspunkte. Gestern Abend war es eine schöne Abendstimmung. Ich weiß nicht, hier hinten auch wahrscheinlich. Wir sind spontan auf den Nies. Kannst du das erste Foto zeigen? Da, genau. Gestern Abend sind wir ein paar von Freunden von B+, sind wir dann auf dem Nies abgetonnert mit dem Gleitschirm. Ich würde sagen, es war schön gestern Abend, in dieser Abendstimmung hier auf die Thun fliegen. Das wäre jetzt auch gerade von gestern her ein schöner Aussichtspunkt. Merci vielmals, Jan. Ich wünsche dir Gottes Segen zu deiner Predigt. Merci, bist du da. Merci vielmals. Genau, ich habe mich gefreut. Ich war noch nie gewesen, bei euch hier zu Konolfingen. Meine Tochter hat mich gefragt, wo wir hergehen. Ich habe gar nicht gewusst, wie man sagt. Sagt ihr Konolfingen? Die sagen Knoflinge, habe ich mal gehört. Oder Konu, habe ich auch schon gehört. Oder ich weiß nicht. Konu, also Konu, genau. Genau, nein, es freut mich sehr. Darf ich heute da sein? Knoflinge, genau. Unterwegs für mich, hat der Cedric gesagt. Sie haben euer Motto. Da sieht er noch meinen Namen. Ich weiß selber auch nicht wirklich, wie man ausspricht. Ich habe kein Holländisch. Es ist Holländisch. Stolthandel, sage ich, genau. Ist ja so. Unterwegs für mich. Wie schaffen wir es, den Gott so kennenzulernen, dass wir selber so begeistert sind und überfließen und mehr erleben? Ich habe ein bisschen gelesen von diesem Jahresthema. Ich glaube, der hat gestartet jetzt im Sommer bis Weihnachten. Spannendes Thema. Und ich freue mich darauf, dass ich heute Morgen so eine nächste Etappe machen in diesem Thema. Das haben wir schon gesehen. Da, genau. Ich bin vor kurzem mal bei meinen Eltern auf Besuch gewesen und als ich hierherkam, habe ich gesehen, dass mein Vater so ein Gadget auf dem Kopf hat. Ich habe selber auch gerne Gadgets, ich glaube, es ist wahrscheinlich ein bisschen von ihm. Das sind so Kopfhörer. Und das Spezielle daran ist, dass die nicht über die Luft irgendwie ins Ohr reingehen, sondern wir legen sie auf den Kopf an und die Ohren bleiben frei. Und dann geht der Schall also nicht über die Luft in mein Ohr, sondern es geht auf den Knochen und dann höre ich die Musik und die Ohren sind gleich noch frei. Und ich komme her zu meinen Eltern und er hat ein Teil auf dem Kopf, kommt mir entgegen und erzählt begeistert, wie das funktioniert und erklärt da alles. Er hat das Gleiche gemacht bei meinen Geschwistern. Habe ich vorhin gar nicht gesagt. He? Jemand hat es schon gesagt, ich habe eine Schwester in Mexiko. Die ist dann mit IMEM unterwegs und meine Brüderschaft bei Campus, bei The Four, da die 4 Punkte, ist in Mallorca am Ballermann, am Evangelium verbreiten. Genau. Er ist gekommen mit diesen Kopfhörern und mittlerweile haben die Geschwister die eben alle von diesen Kopfhörern. Ich habe so ein paar, meine Mom hat, Verwandte von uns, die Nachbarn haben glaube ich auch gekauft. Mein Vater ist so begeistert von diesen Kopfhörern, dass er allen von denen erzählt hat. Ich habe jetzt eben letztes Mal, habe ich ihn als begeisterten Knochenschau-Kopfhörer-Missionar bezeichnet. Und mich hat es bewegt, zu sehen, dass jemand, der so begeistert ist, gar nicht anders kann, als einfach allen von diesen Kopfhörern zu erzählen. Ich finde es selber gar nicht so gut, muss ich sagen. Also sie sind okay, aber nach dem letzten Gottesdienst, den ich den Einstieg gemacht habe, haben die Leute gar nicht mehr Predigt zugelassen und haben dann alle gefragt, was das für Kopfhörer sind. Es geht nicht um Kopfhörer, sondern es geht um die Begeisterung. Jemand, der voll ist mit etwas, der fließt über.
wenn man so begeistert ist von etwas, dann erzählt man den Leuten ganz natürlich von diesen Sachen, von diesen Kopfhörern und will das den Leuten weitergeben. Und das Zweite, was mir ist aufgefallen, man sucht das Gespräch. Er wollte herausfinden, was ich von diesen Kopfhörern denke. Und ich habe dann gesagt, ja, so, das brauchst du doch nicht. Wenn ich Musik höre, will ich nichts hören rundherum. Und dann hat er gesagt, nein, das siehst du falsch. Zum Beispiel beim Velofahren musst du die Autos hören und alles. Und er wollte herausfinden, wie verstehe ich es und habe ich allenfalls ein falsches Bild und wollte es richtig stellen mit mir. Und ich habe es spannend gefunden. Und ich wünsche mir, dass ich so begeistert sind von dem Jesus, von dem Evangelium, dass wir ganz natürlich von dem erzählen. Dass wir also falsche Verständnisse von dem Jesus in dieser Welt korrigieren oder Leute sagen, nein, das ist im Fall anders. Und ich glaube, es gibt falsche Vorstellungen, wie der Gott ist, wie der Jesus ist. Ich wünsche euch und mir durch diese Serie, dass ihr begeistert werdet und davon erzählen von dem Jesus. Psalm 103 ist das, was wir heute Morgen zusammen werden anschauen. Ich tigere ein bisschen vor dieser Folie um. Ich habe ein paar Folien, aber das kommt gut. Lobe den Herrn, meine Seele, habe ich als Titel genommen. Im Psalm 103 begegnet uns ein Psalm von David, wo er immer wieder von dem Lobe den Herrn, meine Seele, redet. Und ich hätte gerne den ganzen Psalm angeschaut, ich bin aber geblieben hängen bei diesem Satz. Lobe den Herrn, meine Seele. Wenn ihr den Psalm leset, dann merkt ihr, oder wenn mir ist das passiert, dann kommen noch immer wieder Lieder in den Sinn, wo ihr merkt, ah, das ist ja der Text da hier. Zuerst der Komm und lobe den Herrn ist da. Oder es gibt so alte, so Lobe den Herrn, meine Seele. Kennt ihr vielleicht auch so das ganze Salz. Oder so hoch der Himmel ist vom Hartl. Das ist schon der. Also es hat wirklich mega viele Lobpreislieder. So ein Lobpreispsalm. Wir bleiben hängen bei dem. Lobe den Herrn, meine Seele. Ich mit euch kurz darüber nachdenken, was heisst Loben, wer ist der Herr und was heisst meine Seele? Da werden wir starten. Wer oder was soll Gott loben, wenn ich sage, lobe den Herrn, meine Seele? Und das ist wirklich noch ein spezielles Wort. Teil sagen, es ist ganz klar, oder? Es gibt Leib, Seele, Geist. Und wenn ich zu euch würde fragen, was ist denn ein Leib, dann wären wir uns wahrscheinlich noch einig, was der Leib ist. Unterschied von Seele und Geist wäre es auch schon schwieriger, was wir uns darunter vorstellen. Teil sagen, in der Bibel sei es ja ganz klar, dann sieht man ganz klar, was läuft. Es gibt unterschiedliche Bilder von Leib, Seele und Geist. Was ist eigentlich die Seele? Teil stellen sich vielleicht so ein körperloses Gespenstli vor, wenn wir von Seelen reden. Und wenn ich sage, lobe den Herrn, meine Seele, sage ich irgendwie so um den Teil, es soll jetzt... Also ist noch komisch, oder? Was ist eigentlich... Was soll anbeten, wenn ich sage, lobe den Herrn, meine Seele? Die Idee von diesem Gespenstli ist gar nicht so abwägig. Das ist von einem Disney-Film, kennen der Soul, also der Nicken da, genau. Dort ist so die Vorstellung, hier ist die Welt, irgendwo ist ein Ort, dort sind die Seelen. Und wenn jemand geboren wird, dann kommt die Seele, die lebt in diesem Mensch und geht nach dem Tod wieder zurück dorthin. Vielleicht sagst du, ja, das ist ziemlich das, was ich mir vorstelle, wenn ich an die Seele denke. Das deutsche Wort Seele kommt von einem ähnlichen Verständnis her. Es hat mit dem Wort See drinnen. Und die Idee ist so vom Keltischen, dass die Seele ein Teil ist, das im Wasser drinnen ist, im See. Und wenn ich lebe, kommt sie mir rein. Und wenn ich nachher zum Beispiel mal in einen spiegelglatten See hineinschaue, dann sehe ich mich selber und bin da verbunden mit... Genau. Und wenn ich sterbe, geht es wieder zurück in den See. Ist auch nicht das, was wir Christen glauben. Aber das ist so das Konzept von Seele. Also was ist eigentlich die Seele? Wenn wir in diesem Text von Psalm 103 lesen, kommt das Wort vor Nefesh. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Lobe den Herrn, meine Nefesh. Ein hebräisches Wort, das extrem häufig vorkommt in der Bibel. Kommt mehr vor als Jerusalem. Also wirklich kommt mega viel vor. Und es ist schwierig, das Teil zu übersetzen. An diesen Orten wird es mit Seele übersetzt. Ich habe noch zwei andere Stellen mitgebracht, wo wir schnell im Schnellzug da durchrasen können, um zu schauen, wie es sonst noch gebraucht wird. Und ich glaube, wir kommen ein bisschen auf die Spur, was gemeint sein mit dem Begriff Nefesh. Im bekannten Vers vom höchsten Gebot braucht Jesus das Wort. Er wird gefragt, Meister, welches Gebot ist das höchste im Gesetz? Und Jesus sagt zu ihnen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Nefesh und mit deinem ganzen Verstand. Das Wort wird dort gebraucht. Also im wichtigsten Gebot ist das Wort drin. Das hat man wirklich nach. Was heisst, was ist, mit was soll ich jetzt da der Herr lieben?
mit dem Herz, mit der ganzen Nefesh, mit dem ganzen Verstand. Wird oft mit Seele übersetzt, in diesen Übersetzungen aber anders. Mit allem von mir soll der Herr lieben. Ganz anders wird es übersetzt, wo die Israeliten im 4. Mose in Wüste sind. Sie sagen, wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst zu essen bekamen. An die Gurken und Melonen, an den Lauch, an die Zwiebeln und den Knoblauch. Jetzt alles geil in Ägypten offenbar. He? Doch jetzt vertrocknet uns die Nefesh. Nichts bekommen wir zu sehen als immer nur Manna. Immer nur Manna. Sie sagen, ihnen vertrocknet Nefesh. Und dort wird es mit Kehle übersetzt. Und der Meister der Bibel wird das Wort mit Kehle übersetzt. Der Teil hier von unserem Körper und nicht mit Seele. Jetzt vertrocknet uns die Nefesh. Wie hängen die Begriffe zusammen? Wenn man sich das Ganze anschaut, kann man feststellen, das Wort wird gebraucht, um nicht irgendwie einen Teil von mir auszudrücken, sondern oft mehr als Ganzes. Ich als Person. Es ist nicht etwas von mir, sondern das bin ich. Und wenn es hier heisst, uns vertrocknet Nefesh, dann habe ich nicht nur meine Kehle Durst, sondern ich habe Durst als ganze Person. Und entsprechend, wenn es heisst, meine Seele, meine Nefesh soll anbeten, ist es nicht ein Teil von mir, sondern ich als Person, als Ganzes. Und es hat mit einer Bedürftigkeit zu tun. Ich habe es hier noch aufgeschrieben. Es geht um einen ganzen Mensch, der Bedürfnis hat, der Durst hat, der etwas braucht. Und das wird so ein bisschen zusammengefasst mit dem Begriff Nefesh, Seele, Kehle. Ich als Mensch habe Bedürfnis und strecke mich aus nach Lebensmitteln, aber auch nach mehr als das, was ich um mich herum habe. Oder der bekannte Vers vom Hirsch, der nach Wasser lechzt, das gleiche Wort dort. Ich bin bedürftig und brauche etwas. Das Wort Nefesh, ein zentraler Begriff. Lobe den Herrn, meine Nefesh würde entsprechend heissen, ich komme als Bedürftiger, als ganzer Mensch vor ihn und bete ihn so an. Wenn ich mir eine Seele befehle anzubeten, das bin ich als Ganzes und ich brauche den Gott. Ich bete ihn mit allem an, wo ich bin. Lobe den Herrn, meine Nefesh, meine Seele. Lobe den Herrn. Geht zum nächsten Wort. Lobe den Herrn. Ich befehle meiner Seele ins Loben. Auf Englisch? Es kommt dort. Komm und lobe den Herrn. Ja, bless. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Auf Deutsch lobe den Herrn. Und auf Englisch bless. Und bless übersetzt er segnen. Jetzt wird es noch etwas spezieller. Ich befehle meiner Seele, sie soll Gott segnen. Also, ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal im Lobpreis gestanden und überlegt habt, also warum soll meine Seele Gott segnen? Wenn wir von Segen reden, stellen wir etwas vor, das von ihm her zu mir kommt. Und jetzt soll meine Seele, mein Geistchen, mein Gespenstchen Gott, also seht ihr, also irgendwie finde ich es noch einen speziellen Satz. Im Vorbereiten habe ich Freude gehabt, dürfen, über das nachzudenken. Warum steht im Englischen bless the Lord, segnen und im Deutsch loben? Wir haben vorhin das Wort Halleluja gehabt, du hast es noch aufgenommen. Hier wird eben ein anderes gebraucht. Das ist nicht das klassische Loben, sondern es ist so ein hebräisches Wort, das wirklich so eine Mischung ist zwischen Loben und Segnen. Man kann es wirklich als beides übersetzen. Es kommt nicht so viel vor, das Wort. Man kann wirklich sagen, lobe den Herrn, meine Seele, oder segne den Herrn, meine Seele. Und wenn man es nachschlägt, was die Bedeutung ist von diesem Wort, mich hat es berührt. Kommen wir zum Schluss. Es hat etwas zu tun mit Dankbarkeit. Es ist eine Haltung vor Dankbarkeit, wenn ich jemandem gegenüberkomme und dankbar vor dieser Person bin, oder vor dem Gott in diesem Fall, und meine Dankbarkeit ausdrücke. Lobend, segnend, dankbar. Das ist ein Schlüssel in der Anbetung. Dankbar heisst, ich schaue zurück auf eine Geschichte, ich schaue zurück auf Erlebnisse und merke, es erfüllt mich mit einer Dankbarkeit. Hat mit Dankbarkeit zu tun, dieser Begriff. Das Zweite, es wird oft verknüpft mit Hingabe. Hingabe heisst, ich gebe mich ganz dem Gott her. Ich komme vor den Gott und gebe ihm alles. Ich gebe nicht nur einen Teil von mir, sondern alles von mir gebe ich dem Gott. Lobe den Herrn, meine Seele. Dankbarkeit und Hingabe. Und das Dritte, was noch drin steckt, die Haltung, also wirklich die physikalische Bewegung, vom auf die Knie gehst, auch drin.
Lobe den Herrn, meine Seele. Heisst, ich gehe vor dem Gott auf die Knie. Und drücke wieder aus, ich bin dankbar. Ich gebe mich ganz her. Du bist Gott. Und dich bete ich an. In dem, wo, also mit das bewegt, das ist das kleine Wort. Lobe den Herrn, meine Seele. Ich komme dankbar vor Gott. Gib mich ganz her. Und knäule her. Du bist Gott. Lobe den Herrn, bless the Lord. Oft verknüpfen wir es mit, wie vorhin, mit musikalischer Anbetung. Und ich glaube, es ist ein Schlüssel. Die musikalische Anbetung, dort passiert etwas. Die Musik schafft einen Raum. Es ist nicht die Musik selber, die uns verändert. Aber eher Anbetung, musikalische Anbetung, lässt sich Gott finden. Die Bibel ist voll. Und immer dann, wenn es irgendwie wichtig wird, ist Musik im Spiel. Der Himmel ist voll mit Musik. Ist nicht zu unterschätzen. Also wenn wir von Anbetung reden, die musikalische Anbetung hat seine Berechtigung. Und ja, ich weiß nicht warum, aber es, also die Welt hat es auch schon lange entdeckt. Die Musik macht etwas mit uns. Und auch Gott begegnet uns in Musik. Es geht über die Musik raus. Es hat mit meinem ganzen Leben zu tun. Die Anbetung, die Haltung, die Dankbarkeit, die Hingabe. Es sind die Momente, wo ich vor ihm stehe, vielleicht mit Musik. Aber es, ich wünsche mir, dass es ein Lebensstil ist. Und alles, was ich mache, soll geprägt sein von dieser Dankbarkeit und Hingabe. Die Art und Weise, wie ich Vater bin, wie ich Lehrer bin, wie ich weiß auch nicht was. Alles, was ich mache, will ich so machen, dass er gross rauskommt. Dass meine Dankbarkeit durchdrückt. Und will ausdrücken, du bist Gott. Und die will dich anbeten. Mein ganzes Leben zu seiner Ehre. Lobe den Herrn, meine Seele. Für mich kommt da so eine Spannung ein bisschen vor. Wir haben einerseits die Seele, die für die Bedürftigkeit steht. Für den Hunger, für den Durst. Ich merke in mir, ich brauche Sachen. Und durch die Kehle durch kommt das wichtige Zeug rein. Kommt Luft, kommt Nahrung. Und ich brauche den Gott. Und gleichzeitig habe ich die Dankbarkeit, lobe den Herrn. Das ist für mich eine Spannung. Und ist etwas, was ich mir wünsche, dass ich in dieser Spannung leben kann. Wenn etwas fehlt, dann wird es aus meiner Sicht ungesund. Vielleicht hat schon jemand erlebt, der richtig dankbar ist. Etwas mega Schönes. Und jemand, der richtig hungrig ist, dann merkt man es auch an. Wenn jemand nur dankbar ist und nicht hungrig, also ist einfach alles schön und so, aber der bewegt sich nicht viel. Jemand, der nur dankbar, also ist lieber nur dankbar als gar nicht dankbar, aber geht nicht allzu viel. Jemand, der nur hungrig ist, das ist mühsam. Und wenn es zusammenkommt, jemand, der dankbar ist für alles, was er gemacht hat, was ich sehe in meinem Leben, für die Menschen in meinem Leben und gleichzeitig hungrig für mich. Mir gefällt die Spannung. Lobe den Herrn, ich bin dankbar. Aber ich brauche mehr, ich brauche den Gott. Lobe den Herrn, meine Seele. Wünsche ich euch, wünsche ich mir, dass wir die Spannung dürfen leben. Dankbar auf das schauen, was er gemacht hat. Aber wissen, da kommt noch mehr. Ich brauche noch mehr. Ich bin hungrig, durstig. Meine Seele ist Ausdruck von dieser Bedürftigkeit nach mehr von dem Gott. Lobe den Herrn, meine Seele. Wer oder was ist der Herr? Lobe den Herrn, meine Seele. Im Psalm 103 hat es einen Abschnitt, wo der David erzählt von dem Gott. Wer er ist, was er alles gemacht hat. Und meine Einladung an dieser Stelle, lernt den Gott kennen. Forscht in seinem Wort. Sucht ihn im Gebet. Wer ist der Herr, den wir anbeten? Wie redest du über den Gott? Wie erzählst du von ihm? Der David, also ihr könnt es dem auch noch nachlesen, es geht jetzt nicht mega um den Text, aber mir gefällt es, wie er schreibt, er sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was mich ausmacht, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er vergibt dir all deine Sünden und heilt alle deine Krankheiten. Er kauft dich vom Tode frei und umgibt dich mit Liebe und Güte. Er macht dein Leben reich und erneuert täglich deine Kraft, dass du wieder jung wirst. Jung wie ein Adler wirst. Der David hat Gott kennengelernt als der, der Gutes tut. Der, der vergibt. Der, der die Sünden vergibt. Der, der Krankheiten kann heilen. Alle Krankheiten kann heilen. Er hat erlebt, dass er ihn vom Tod hat freigekauft. Und umgibt mit Liebe und Güte.
Er sagt, er ist der, der sein Leben reich macht. Seine Kraft erneuert. Dass er jung wird wie ein Adler. Wie erzählst du über diesen Gott? Wie hast du ihn kennengelernt? Und ich glaube, er ist noch grösser. Noch besser. Lernt den Herr kennen. Dass wir begeistert werden und anfangen zu erzählen. Wie mein Vater von diesen Kopfhörern. Wie ist der Gott? Was hast du mit ihm schon erlebt? Lobe den Herrn. Der, den wir anbeten, ist der Herr. Und den kann man kennenlernen. Er ist da. Und ihn will ich suchen. Lobe den Herrn. Was hier noch ein bisschen mitschwingt, ist, dass wir sagen, so wie er ist, will ich auch sein. Wenn er Gutes tut, will ich Gutes tun. Wenn er vergibt, will ich vergeben. Wenn er kann heilen, sagt er, sagt uns, soll auch wir sollen heilen. So wie er ist, will ich auch sein. Lernt ihn kennen. Und ich will ihn kennenlernen und werden wie er. Der Herr, den man kennenlernen kann. Was mich stört an diesem Satz, ist das meine. Lobe den Herrn, meine Seele. Mir dünkt es, wir leben in einer Zeit, in der das stark betont wird. Mir muss es gut gehen und meine Bedürfnisse sind wichtig. Und ich muss schauen, dass es für mich stimmt. Warum muss jetzt da der David auch noch betonen, meine Seele soll Gott anbeten? Hat mich am Anfang ein bisschen stören. Und gegen Schluss vom Vers schreibt er, das ist der letzte Satz von Psalm 103, lobt den Herrn, ihr Geschöpfe, an jedem Ort seines Reichs. Und er aber wieder, lobt den Herrn, meine Seele. Es ist mir gleich wichtig, dass er das betont. Und ich glaube, es ist schon zentral, dass wir darauf schauen, dass unsere Beziehung mit Gott gepflegt wird. Dass ich sage, ich will den Gott anbeten. Und gleich kommt da, bin ich froh, dass er das drei packt, etwas zusammen. Und er sagt, wir wollen es auch gemeinsam machen, mit allen Geschöpfen an jedem Ort von seinem Reich, den Gott anbeten. Ich habe es schon erlebt, ich kenne Christen, die Fans sind von diesem Gott und sagen, es ist so gut mit Gott und die Beziehung zu dem Vater, einfach die anderen Christen rundherum. Das ist ein bisschen anstrengend, die Geschwister, die da noch dazukommen. Die Beziehung zwischen mir und Gott ist super, aber lieber allein. Und das tut mir weh. Der Jünger von uns, der ist jetzt gerade jährig, der kann jetzt so knapp anfangen zu laufen. Und kürzlich war ich mal auf dem Sofa gewesen, mit der Grösseren, wir hatten eine gute Zeit zusammen. Kommt er gleich zu laufen? Die Grosse steht auf und sagt, geh weg und müpft noch um, boing, um. Das macht etwas mit mir, oder? Wenn ich Zeit verbringe mit einem Kind und dann kommt das Zweite und müpft noch weg. Wir sind geschaffen, um zusammen vor den Gott zu kommen. Und allein mit dem Vater ist schon etwas Schönes. Aber mit der Hingabe zum Vater, mir gefällt der Satz, kommt Hingabe zu seinem Volk. Mit der Hingabe zu seinem Volk, mit dem Ja zu Gott, kommt das Ja zu all denen dahin. Und wenn ich mit Gott unterwegs sein will, bin ich mit Menschen unterwegs. Lobe den Herrn, meine Seele, ja, schaut auf eure Beziehung, aber stimmt die in diesen Lobgesang, alle Geschöpfe, an jedem Ort, alle Menschen, gemeinsam wollen wir Gott anbeten. Mit der Hingabe zum Vater kommt Hingabe zu seinem Volk. Lobe den Herrn, meine Seele. Das ist das, was mich bewegt hat an diesem Psalm. Ich bin leider nicht so weit gekommen. Ich bin wirklich nur am Anfang geblieben hängen, an diesem ersten Satz. Und für mich drückt es etwas aus, was ich mitnehme. Eine Sehnsucht nach mehr, gekoppelt mit einer Dankbarkeit. Es wird kraftvoll. Dann wird es kraftvoll. Und wenn etwas fehlt, kommt es als Ungleichgewicht rein. Das ist das, was ich euch mitgeben möchte heute am Morgen. Dass wir eine Dankbarkeit entwickeln, zurückschauen auf eine Geschichte mit dem Gott, ihn kennenlernen und hungrig bleiben für mich. Hungrig bleiben für mich. Dass am Schluss da alle rund um Konu mit diesen Kopfhörern rumlaufen. Er macht es durch euch durch. Du hast vorhin gefragt, was Killen ist. Er macht es durch euch durch. Begeisterung für den Gott von euch, der weiterfließt. Ich würde zum Schluss gerne noch beten. Vater, du bist würdig, dass wir sagen, lobe den Herrn, meine Seele. Und ich danke dir, lass du dich finden, wenn wir dich anbeten. Bist du ein lebendiger Gott. Ich möchte heute Morgen für einen
neue Dankbarkeit und Begeisterung beten, für wer du bist und was du alles hast da. Du bist gut. Und du hast einen Weg gemacht, dass ich leben kann. Beziehung mit dir und mit Menschen. Und gleichzeitig bete ich für einen neuen Hunger. Für ein Brennen, für die Seele in uns, für, dass wir uns nach dir ausstrecken. Und wenn wir das machen, bete ich, dass die Lasla finden. Und neu begeistert und dankbar werden. Und der Hunger noch mehr zunimmt. Wir wollen dich kennen. Und ich bete, dass es ein Ort darf sein, wo mehr Himmel werden darf, Realität werden, wo du darfst reinbrechen, dass dein Reich kommt, hier um Konolfingen herum. Wir beten für deine Gegenwart. Amen. Vielleicht kann ich ein bisschen erschlagen, wenn ich jetzt so in die Reihe schaue. Unterwegs für mehr ist unser Motto, es kommt noch mehr, es geht noch weiter bei euch. Ich hoffe, ihr könnt etwas mitnehmen. Dankbar und hungrig, weitergehen. Merci, dass ihr da seid.